Der Champion mit dem Waschbrettbauch. Robin Krasnitschi, Europameister. Sein Gegner, der begnadete Techniker, Stefan Hertl, Herausforderer. Hammerkörper, feines Auge. Krasnitschi gegen Hertl. Die Europameisterschaft im Supermittelgewicht. Jetzt in Sport im Osten, Boxen live. Genau so ist es. Es ist angerichtet. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier aus Magdeburg. Was im November nicht sein sollte, findet heute hier statt. Und zwar die Europameisterschaft zwischen Robin Krasnitschi und Stefan Hertl im Supermittelgewicht. Das Ballyhu vor diesem Kampf, es war gewaltig. Die beiden Herren haben sich verbal wirklich nichts geschenkt. Der eine will den anderen in Rente schicken, der andere hat wiederum sich schon mal einen Ersatzgegner für heute Abend bestellt. Nochmal abheben darauf, dass Stefan Hertl vergangenen November nicht boxen konnte. Also in Sachen Promotion haben die beiden im Vorfeld wirklich alles getan, um die Aufmerksamkeit, die maximale Aufmerksamkeit auf diesen Abend hier heute nach Magdeburg zu lenken. Thorsten Püschel. Champion und Herausforderer. Zwei, die schon seit Wochen ordentlich austeilen. Ich bin halt einfach überzeugt, dass ich ihn in Rente schicke. Weiß ich nicht, was er da träumt. Ruhig, Brauner, ruhig. Eigentlich musst du Ulf bedanken, dass er dir diese Möglichkeit gegeben hat. Mich bringt dein Kampf gar nichts. Das Ballyhoo hat eine Vorgeschichte. Krasnitschi gegen Hertl, dieses Duell sollte es im November schon mal geben. Dann der Schock, Hertl liegt flach. Trainer Kühne sagt den Kampf wenige Tage vor dem Showdown ab. Ich habe eine kleine Tochter, die ist in die Kita gekommen und die hat natürlich jede Krankheit mit nach Hause gebracht. Und dann eine Woche vor dem Kampf habe ich halt krank im Bett gelegen. Ein bisschen krank ist auch das hier. Krasnitschi in seiner privaten Folterkammer. Wie immer vor seinen Kämpfen zieht es ihn für einige Wochen in den Bayerischen Wald zu seinem Fitnessguru Sepp Maurer. Böse, weg! Eins, und komm, zwei, komm, weg, drei. Robin postet ja immer Bilder, wie er irgendwie mit Ketten Liegestütz macht. Ich war mal mit George Groves im Trainingslager, da hat der Trainer zu mir gesagt, nachdem ich gesagt habe, work hard, hat er gesagt, no, no, work smart. Und ich glaube, das ist unser Vorteil im Vergleich zu Robin. Ich finde es komisch, hat er entweder zu viele Schläge bekommen, weil normalerweise er war immer ein angenehmer Mensch und auch super Sportler, aber dass er jetzt so einfach respektlos ist, verstehe ich auch nicht. In Wirklichkeit ist dieser Stefan Hertl alles andere als ein Dampfplauderer. Ganz im Gegenteil. An der Humboldt-Uni hat er Sport studiert und arbeitet längst als Nachwuchstrainer in Berlin. Als Boxprofi spielt er die Rolle des polternden Herausforderers perfekt. Nie unter der Gürtellinie, immer mit einem zwinkernden Auge. Ich habe nur Probleme, körperlich nur Gebrechen. Hat er wirklich einen super schönen Humor, finde ich echt lustig. Er soll seine letzte große Bühne auch genießen. Da wartet heute ein Kampf auf uns, wie ihn alle Boxfans lieben. Mit zwei herrlich unterschiedlichen Typen im Ring. Und das Allerbeste daran, der Ausgang ist völlig offen. Und wir haben diese Bilder gefunden oder gesehen in der Kabine bei Stefan Hertl. Und zwar schauen Sie mal, der Ehering wandert von der Hand hinunter und zwar auf den Schuh drauf. Er wird eingeschnürt quasi im Boxschuh und ist sozusagen mit dabei. Das wird Ehefrau Franziska sicherlich sehr freuen. An der Stelle kann der weder verloren gehen, noch kann er Schmerzen bereiten. Also das ist die Variante von Stefan Hertl, wo der Ehering während des Boxkampfes hinkommt. Dominik Bösel ist an meiner Seite. Das Problem mit dem Ehering ist noch nicht da. Das wird später noch was werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Herzlich willkommen erstmal hier bei uns in Magdeburg. Dominik, jetzt haben wir gerade schon gehört, das Stallduell ist das große Thema. Sie haben das auch schon erlebt. Sie haben gegen Enrico Kölling im Stallduell geboxt. Ist das was Besonderes für einen Boxer, wenn er so stallintern geboxt wird? Ja, na klar, auf jeden Fall ist es sehr interessant. Beide sind deutsch, sie verstehen ihre Sticheleien und das pusht einen Ring natürlich nochmal enorm. Ja. Die Stichelei ist ein gutes Stichwort. Wie sehr kommt das im Kopf an? Oder blendet man das dann irgendwann aus, wenn man weiß, okay, Freunde, das gehört einfach mit dazu beim Profiboxen, dass man da vorneweg ein paar harte und starke Argumente verteilt? Ja, man sollte das ausblenden. Das gelingt einem nur nicht immer. Das ist mir auch schon mal nicht gelungen. Und dann, Karo Murat, Stichwort. Ja, genau. Und
Aber ich denke, Robin ist auch schon sehr erfahren. Er ist ein gestandener Mann. Er kann das ausblenden und wird eine gute Leistung hinlegen. Wir gucken mal in die Kabine rein, wie die beiden Herren so drauf sind. Robin Krasnitschi ist derjenige, wo wir zuerst mal den kleinen Kabinengucker haben werden. Also das Einschlagen, das Distanzfinden sozusagen an der Stelle und auch nochmal die Betriebstemperatur finden. Merkt man beim Einschlagen eigentlich schon, was das für ein Tag wird heute für einen selber? Ja, eindeutig. Also wenn es am Tatzen gut läuft, wenn ich da Druck habe, dann wird das auch ein guter Kampf. Man hat dreimal im Jahr die Gelegenheit, eine gute Leistung zu bringen, da muss alles passen. Und wenn man vorher krank ist, dann sollte man wirklich absagen. Das ist so, das hat Stefan richtig gemacht. Aber heute muss er fit sein, er muss alles geben und den Kampf gewinnen können. Er muss schon, und da gucken wir bei Stefan Hertel natürlich auch nochmal in die Kabine rein. Das mit dem Ehering haben wir schon besprochen. Jetzt gucken wir nochmal auf das Einschlagen rein. Wie viel oder wie weit an die 100%, vielleicht auch darüber hinaus, wenn Sie das jetzt einschätzen, musste Stefan Hertel heute geben, um Europameister zu werden? Ja, wirklich 100%. Robin ist, wie gesagt, ein sehr, sehr starker Mann, hat so viele Titelkampferfahrungen, ist Europameister, das darf man nicht vergessen. Er hat auch, wenn es knappe Runden gibt, vielleicht auch einen kleinen Vorteil. Und ja. Muss schon ordentlich, also der muss den großen Sprüchen schon Taten folgen lassen heute. Jetzt hat Stefan Hertel in Sachen Stallduelle, Stichwort Adam Deines, nicht die besten Erinnerungen daran, es ist schon einmal schiefgegangen. Warum geht der nochmal das Risiko, was glauben Sie? Ja, weil das auch seine letzte Chance ist. Was hat er für eine andere Möglichkeit? Er muss versuchen, große Namen zu boxen. Ulf hat ihm das ermöglicht. Und was will er sonst machen? Er muss das Ding heute gewinnen. Ansonsten sieht es mit der Karriere echt schlecht aus. Oh, das ist dann schon mal eine Einschätzung, ein klarer Fingerzeig. Also Stefan Hertel, das ist dann wirklich schon auch so, wie das Robin Krasnitschi im Vorfeld gesagt hat, hat heute die Chance, hier was zu reißen. Wenn er das heute nicht macht, dann sagt auch Dominik Bösel, wird das ganz schön schwierig mit der Karriere. Wir wollen mal hören, wen Sarah von Neuburg an ihrer Seite hat. Ich glaube, einen Mann, der für die Bauchmuskulatur zuständig ist von Robin Krasnitschi. Stimmt das? Ja, wir kümmern uns jetzt mal so ein bisschen um die Aktion Sommerkörper 2019. Wir haben ihn gerade schon mal ganz kurz im Einspieler gesehen, den Fitnesscoach von Robin Krasnitschi, Sepp Maurer. Schönen guten Abend. Guten Abend. Da haben wir ja gerade schon so ein bisschen was gehört. Work hard, nö, work smart, wer besser. Was sagst denn du dazu? Ja, das werden wir jetzt dann gleich sehen, was da aufgeht. Das harte Arbeiten oder das work smart? Ich glaube, wir haben mal ein kurzes Foto vorbereitet. Da sieht man dich mit deinem Schützling, mit Robin Krasnitschi. Man sieht diese ganz beeindruckenden Bauchmuskeln tatsächlich. Wie lange braucht man, bis man sowas aufgebaut hat? Es geht sehr schnell eigentlich. Also ich sage mal 6 Jahre. Dann ungefähr 6 Mal in der Woche trainieren und jeden Tag dann ungefähr so 6 Stunden und dann passt's. Ja, das jetzt für alle Männer, die gerade schon gehofft haben, noch diesen Sommer damit auflaufen zu können. Aber wie ist es denn? Sieht das nur gut aus oder wird das Robin heute Abend tatsächlich was bringen? Nein, Robin Krasnitschi ist funktionell trainiert, also alles, was man da sieht, das kann er auch benutzen. Das werden wir jetzt dann gleich sehen, was da rauskommt. Wir freuen uns sehr drauf, wir sind sehr, sehr heiß auf den Kampf. Zurück zu dir, René. Sarah, vielen Dank an dieser Stelle. Es ist auch noch eine andere Sache, die ich gerne mal jetzt für Sie oder verbal zu mir mit in den Ring führen will. Robin Krasnitschi kommt mit 54 Kämpfen an, Stefan Hertel mit 18. Wie wichtig ist an so einer Stelle, und dabei können wir noch mal auf ein paar mehr Zahlen schauen, wie wichtig ist an so einer Stelle Erfahrung in so einem Titelkampf? Ja, also Stefan hat natürlich, muss man dazu sagen, mehr Amateurerfahrung, die hat Robin gar nicht. Deswegen hat Robin auch mehr Profikämpfe. Aber es ist schon richtig, diese guten Gegner, diese Titelkämpfe, da hat Robin ein eindeutiges Plus und das ist schon sehr wichtig. Gucken wir auf die Zahlen drauf, also 1,88 Meter gegen 1,84 Meter, dann haben wir auf das Gramm genau wirklich die Kiloangaben und dort haben wir sozusagen auch nochmal das gesehen. Also Dominik Bösel, vielen Dank für die Einschätzungen jetzt vor dem Kampf, freue mich dann sehr, wie das dann hinten ausgeht. Sie haben sich ja, glaube ich, schon festgelegt bei den Kollegen von Sachsen-Anhalt heute, wer heute gewinnen wird, ne? Ich denke, Robin macht das heute, ja. Nach Punkten. Okay, nach Punkten, alles klar. Da werden wir mal gucken. Wir werden Sie am Wort nehmen und sind sehr gespannt. Dankeschön an dieser Stelle. Und ich gehe mal den Weg rüber zu Eik Galay. Eik, wir haben es gerade schon gesehen, von den Zahlen her sind das durchaus zwei Boxer, die sehr ähnlich sind. Wie gleich sind sie sich denn so als Boxer im Ring? Was glaubst du? Ja, die sind sich eigentlich überhaupt nicht gleich, selbst wenn die Daten etwas anderes sagen. Hertel ist olympischer Boxer, war 2012 in London dabei. Krasnitschi definiert sich komplett über seine Profikarriere, hat nicht einen einzigen Amateurkampf gemacht. Hertel ist technischer, Krasnitschi athletischer, Hertel ist frecher, Krasnitschi stolzer und er ist natürlich Europameister und deswegen muss Stefan Hertel hier was anbieten und er hat seinem Trainer versprochen, ich werde heute über meine mentalen und körperlichen Grenzen hinweggehen. Wir können gespannt sein. Das sind wir auf jeden Fall. Eik Galay, Ihr Kommentator jetzt gleich für den Kampf um die Europameisterschaft zwischen Robin Krasnitschi und Stefan Hertel.
Jetzt ist Alarm im Ring. Robin Krasnitschi, der Platzhirsch, gejagt von Stefan Hertel. Krasnitschi, der Sixpack-Champion, gegen Hertel, den Olympiaboxer. Kraftpaket gegen Techniker. Die Europameisterschaft im Supermittelgewicht. Krasnitschi gegen Hertel, jetzt in Sport im Osten, Boxen live. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie live aus der Stadthalle hier in Magdeburg. Willkommen zum Europameisterschaftskampf im Supermittelgewicht. 12 Runden sind angesetzt im European Championship. Wir kommen zum Walk-in auf dem Weg in die rote Ecke, to the red corner. Bitte begrüßen Sie, please welcome aus Berlin, from Berlin, Stefan Hertel. Welcome to the ring, Stefan Hertel. Und jetzt auf dem Weg in die blaue Ecke, to the blue corner. Er ist der amtierende EBU European Champion aus München, from Munich, Germany. Für SAS Box Promotion ebenfalls. Bitte begrüßen Sie Robin Krasnitschi. Yeah.
willkommen im Ring, welcome to the ring, Robin Krasnitschi. Ja, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, ich darf Sie bitten, sich nun zu erheben. Please rise from your seats for the National Anthem of Germany, für die deutsche Nationalhymne. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fernsehzuschauer, ich darf Ihnen nun die Offiziellen dieses Kampfes vorstellen. Supervisor für die EBU aus der Schweiz, from Switzerland, Peter Stucki. Die Punktrichter, Igo Bebic aus Deutschland, Oliver Brien ebenfalls aus Deutschland und Fabian Guggenheim aus der Schweiz. Wir kommen nun zu den Kämpfern. Der Mann in der roten Ecke ist 31 Jahre alt und er wog gestern beim offiziellen Wiegen 75,8 Kilogramm. Er ist 1,84 Meter groß. Und hier ist seine Bilanz. 18 Kämpfe, 17 Siege, davon 2 durch Knockout. Bitte begrüßen Sie, please welcome again, Stefan Hertel. Der Mann in der blauen Ecke ist 32 Jahre alt und er wog gestern beim offiziellen Wiegen 75,8 Kilogramm. Er ist 1,86 Meter groß und hier ist seine Bilanz. 54 Kämpfe, 49 Siege, 17 davon durch Knockout. Meine Damen und Herren, in der blauen Ecke, please welcome again, bitte begrüßen Sie Robin Krasnitschi. Ja, die Kämpfer sind nun bereit. Der Ringrichter aus Monaco, Jean-Robert Lenn. Gentlemen, you receive my instruction in the dressing room. Make a clean fight. Listen my command all time and protect yourself at all time. Good luck. Was hat das alles gemacht mit diesen beiden? Das Ballyhoo im Vorfeld, die Sticheleien vor allem von Stefan Hertel. Hat mich alles nicht interessiert, ist an mir abgeprallt, behauptet Krasnitschi. Hertel wollte die Balance von Krasnitschi zerstören. Ist ihm das gelungen? Die Antwort in vielleicht 12 Runden. Europameisterschaft im Supermittelgewicht zwischen Robin Krasnitschi, das ist der Mann rechts in der eher schwarzen Hose, gegen Stefan Hertel, der Mann in Weiß. Der Münchner, der auch mal in Magdeburg lebte, Robin Krasnitschi, gegen den Berliner aus der Platte, gegen Stefan Hertel, den Mann aus Marzahn. Hertel rechnete mit einem stürmisch angreifenden Krasnitschi, glaubt, dass der rennt, dass der sich viel bewegt. Krasnitschi, so Hertel, ist eklig zu boxen. Er springt rein, ist unorthodox. Das macht ihn extrem gefährlich.
Aber Hertel sieht die boxerischen Vorteile bei sich. Die klaren, geraden Führungshände. Die gute Rechte, die er hier mal rausschnellt. Und jetzt zum Körper arbeitet und zum ersten Mal stellt der Robin Krasniqi das erste kleine Schlagduell, geht an den Herausforderer. Hat sich beim verlorenen Kampf gegen Adam Deines gut präsentiert. Stefan Hertel war nicht schlecht, nur knapp nach Punkten unterlegen. Sein Trainer Stefan Kühne behauptet noch heute, das Duell war eher auf unserer Seite. Die meisten Fachleute widersprechen. Und dennoch, da hat er eine Duftmarke gesetzt, war seine einzige Niederlage, die von Stefan Hertel als Profi. Und das sind seine guten Hände. Die rechte war schön. Im Hintergrund Magomed Chaburov, da links der Trainer von Robin Krasniqi. Der sagt, Hertel soll nicht zu viel reden. Das macht ein Mann nicht. Der zeigt seine Stärke im Ring. Jetzt hat er die Gelegenheit dazu, Hertel. Sie belauern sich. Guter Auftakt. Und Hertel rennt in die Rechte von Krasniqi herein. Hat er da eine Wirkung hinterlassen? Schien fast so. Ist zurückgelaufen. Stefan Hertel hat sich eine Auszeit genommen, aber die Rechte war voll drin, in die Aktion von Hertel hineingeschlagen. Beide verfügen sie nicht über die extreme Härte, über den richtigen Punch. Das zeigt die K.O.-Quote. Hertel ganze 2 K.O.-Siege, Krasniqi nur 17. Viele vom Beginn seiner Karriere. Herrliche Linke von Hertel, die war voll drin. Schöne Mike-Bewegung. Gute erste Runde. Aus meiner Sicht eher beim Herausforderer. Wow. Hier geht es richtig ab, meine Damen und Herren. Wir sagen Dankeschön an unseren Hauptsponsor seit vielen Jahren. Selbst Boxer gewesen. Ganz ruhiger Trainer. Aber bewusst. Bleibt ruhig geschlossen. Bleibt ruhig erstmal geschlossen. Ja, und wenn er kommt, bleib stehen, nicht weggehen. Ne? Ganz einfach. Großer war. Ja. Und er versucht immer wieder nach deiner Linke, du merkst, rechte schlagen. Gib ihm mal. Mein und dann Körper. Und wieder hacken. Aber dann verteidige dich da, wo du stehst. Okay? Kurzere Schläge. Jetzt noch keine Härte. Lass den aufwärts in Ruhe. Trinken. Seconds out. Ring frei. Runde 2. 1, 2, 3, ne? Klare Anweisungen von Chaburov in der Hauptstadt in Dushanbe geboren, hat 4 Kinder, lebt in Frankfurt am Main. Da trainiert er auch oft. Krasniqi hat ihn natürlich in der Vorbereitung im Bayerischen Wald begleitet. Extremes Vertrauensverhältnis zwischen beiden. Krasniqi setzt alles 1:1 um, was er vorgibt. Chaburov. Hertel kontert schon wiederholt, jetzt mit der Rechten im Ziel. Und da ist eine Wunde, eine Platzwunde unterm rechten Auge von Krasniqi. Und das war kein Kopfstoß, das war eine Schlagwirkung von Hertel. Das sieht er jetzt natürlich sofort. Starke linke Hand von Hertel und Krasniqi wütend. Fabian Guggenheim, der Schweizer Kampfrichter, hat ein Auge drauf geworfen. Nein, John Robert Lane, Entschuldigung, Guggenheim, natürlich Punktrichter in diesem Kampf. Gemeinsam mit Iko Bebic und Oliver Brink. Hertel macht nichts Verrücktes, trotz der Wunde von Krasniqi. Wieder die Rechte voll drin von Hertel. Er will Krasniqi in diesen ersten Runden hart treffen, um ihm die Luft zu nehmen, die Lust auch. Ist ihm das schon gelungen? Nochmal die Wunde von Krasniqi.
Die große Frage ist, überm Auge oder unterm Auge? Denn wenn das Blut ins Auge hinein tropft von oben, dann kann das ganz gefährlich sein für diesen Kampf. Scheint mir seitlich zu sein. Könnte gerade noch gut gehen für Krasniqi. Hertel ist der bessere Mann im Moment. Chaburov, Sie sehen ihn mit dem Stuhl da hinten, der ist sofort bereit, der will seinen Boxer, jetzt zählt jede Sekunde, zu sich holen. Jetzt muss die Wunde behandelt werden. Sofort ist er da, Jörg Hohmann. Das ist jetzt eine ganz wichtige Phase in diesem Kampf. Und wir sehen, die Wunde ist neben dem Auge. Er hat Glück, Robin Krasniqi, verdammt viel Glück. Ein paar Zentimeter drüber und das würde ganz kompliziert werden. Jetzt ist Jörg Hohmann gefordert. Was für eine Entwicklung, der Cut ist schwierig, der ist offen. Zentimeter lang. Das war der Treffer. Hertel geht zurück. Der haut dann immer Hacke. 1-2 Deckung und dann gibt's zur Antwort. Ja, nicht so viel spielen. Bleib stehen. Okay, ruhig. Und Mitte zu. Ja, Mitte zu. Blutung ist gestoppt. Beide weg. Jörg Hohmann mit guter Arbeit. Wie lange hält das? Es ist die Seite, die Hertel mit seiner Führungshand bearbeiten kann. Und da ist sie sofort, die linke. Hertel will kämpfen, Hertel will sich stellen. Ich bin Familienvater, aber ich werde heute entgegen meiner Gewohnheiten voll reingehen. Ich werde alles riskieren. Hier, Franziska, links, die Frau von Stefan Hertel. Daneben sein Vater. Vater Franke und Mutter Petra von Stefan Hertel waren schon in London bei den Olympischen Spielen dabei, als er knapp ausschied, Fünfter wurde, fast eine Medaille geholt hatte gegen Anthony Ogogo. Die Wunde ist wieder aufgeplatzt. Gegen Engländer knapp verlor, 10-15 in London. Ogogo sollte Olympiasieger werden. Das war eine klasse Leistung. Hertel damals der beste deutsche Boxer bei den Olympischen Spielen. Und was er in seinen 19 Jahren als Boxer, als Leistungssportler gelernt hat, das demonstriert er hier. Gespannte Ruhe in der Halle. Robin Krasniqi, so ewig SAS-Boxer, hat dem Magdeburger Boxteam immer die Treue gehalten, auch als gute, bessere Angebote kamen. Das wird Ulf Steinfort nie vergessen. Deshalb fiebern sie bei SAS. Er führt Krasniqi mit. Sieht schlimm aus bei Krasniqi. Geht das tatsächlich 12 Runden gut? Er kommt jetzt. Mordi, Mordi, stopp, stopp. Mordi. Hertel. Ich bin so fit wie noch nie, das sagen Boxer oft. Er hat auch einen Grund dafür, ist Boxtrainer am Sportforum in Berlin. Für insgesamt 13 Jugendliche geht, wie er selbst sagt, jetzt viel bewusster mit dem Sport um. Entschuldigt sich jetzt
unfair ist er nicht. Stefan Hertel, Runde 3. Eine ganz enge, würde ich mal beim Europameister sehen, der zum Ende der Runde mehr geschlagen hat. Wenn er steht, du wartest mir zu lange. Ja? Nimm den Körper mit, der ist überfordert, wenn du kommst. Kurze Sachen, Körper mit. Sicher sein. Die Hürden mehr laufen lassen. Nicht so lange warten. Du wartest manchmal zu lange. Nicht immer Kraft am Seil. Der Punkt schon. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Lass ihm nicht immer so viel Pause zwischen. Schön aufpassen. Machst du sehr gut. Körper mitnehmen, immer wieder. Seithaken. Hast du gesehen? Dreimal hier. Sehr gut, ja. Frech sein, Spaß haben, Mann. Aber wach sein. Führen noch mehr laufen lassen, kleine Schritte finden. Am Seil, Körper mit. Sehr gut, weiter so. Kämpfen, hast du gehört? Hol dir deinen Titel hier heute, hast du gehört? Er darf ihn, sollte er gewinnen, duzen seinen langjährigen Trainer Stefan Kühne, der ihn übernommen hat von Uli Wegner, der ebenfalls am Ring sitzt. Stefan Kühne, der dritte Trainer in der Profikarriere von Hertel. Carsten Röver ebenfalls am Ring. Alle drei Trainer sind da aus der Karriere von Stefan Hertel, aus der Profikarriere hier am Ring. Von Anfang an im Higgins Gym in Berlin-Köpenick war das Siegesetz zwischen Hertel und Kühne, obwohl sie sich gut verstehen, viel miteinander flachsen. Aber es ist versprochen, wenn er heute gewinnt, der Stefan Hertel, dann darf er seinen Trainer ab sofort duzen. Starke Linke, hart geschlagen zum Kopf. Und die Linke hat sich verbessert von Hertel, denn er hatte eine Operation in der Rechten, hatte Schwierigkeiten damit, trainiert jetzt mehr mit der Linken, die Wirkung gezeigt hat, unter anderem ja auch, indem er diesen Cut bei Krasniqi produzierte. Das sieht martialisch aus bei Robin Krasniqi. Aber wichtig für ihn, das Blut tropft nicht ins Auge. Er spürt das natürlich. Das ist ein klarer Nachteil. Stopp, 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 stopp. Max. Und dennoch verhindert der Cut noch nicht die Kampffähigkeit des Europameisters, der aber immer wieder zurückweicht. Hertel mit guten Händen zum Körper, zum Kopf. Seine Behauptung, Robin Krasniqi ist boxerisch limitiert. Ich werde ihm die Grenzen aufzeigen. Ich werde ihn in Boxrente schicken, das hat er sich verdient. Momentan ist Hertel auf gutem Weg. Geht schön hinterher, Hertel. Findet die richtige Distanz. Und er bewegt sich deutlich weniger als Krasniqi. Auch das kann am Ende eine Rolle spielen. Robin Krasniqi im Bayerischen Wald mit 800 Meter Läufen. 10 am Stück mit einer kurzen Pause. Jeweils 3 Minuten. Das ist Wahnsinn. Der ist ein athletisches Monster. Aber hat er die Power, hat er die Schlaghärte, hat er die boxerische Qualität, Hertel hier entgegenzutreten? Im Moment sieht es nicht danach aus. Wieder eine Runde für Hertel. Und ein paar Mal hast du gut gemeint. Ja, und dann immer wieder. Entweder der Hand zu nehmen und der linke Hand. Lockere 1, 2, 3, aber danach stehen und stabil. Verstehst du? Bist du da? Ja. Wir haben alle Runde nachgelegt. So wie ich sehe. Ja, muss boxen. Muss boxen, muss man. Ja? Es
ist verdammt laut in der Halle, in der Stadthalle von Magdeburg. Und Magomed Chaburov, haben Sie die Geste gerade noch gesehen? Die zusammengekniffenen Lippen, hat einen entscheidenden Satz gesagt. Wir haben alle Runden abgegeben, alle vier bis hierher. Das sagt er Robin Krasniqi direkt ins Gesicht. Ist das jetzt hart für Robin Krasniqi? Fünf Kämpfe hat er verloren. Immer die Großen. Jetzt öffnet er zum ersten Mal die Doppeldeckung. Hertel zeigt den Mundschutz. Aber er mag es auch, wie sich der Gegner abarbeitet. Er ist überzeugt. Krasniqi fehlt der Punch für den Knockout. Dementsprechend kann er relativ mutig Stefan Hertel in die Schläge von Krasniqi hineingehen. Tut das auch, so wie hier. Er scheut sich nicht, in die Aktion von Krasniqi hineinzuschlagen. Der verloren hat gegen Abraham. Gegen Bremer, gegen Cleverly. Die großen, die harten letzten Duelle. Und dann zwei unbedeutende Niederlagen zu Karrierebeginn. Jetzt auch Nasenbluten bei Hertel, dem der Mundschutz nicht rausfällt, da ist was anderes zu Boden getropft. Eine Schlacht. Das haben beide angekündigt. Und das präsentieren sie auch. Verletzung bei Hertel, natürlich nicht so schlimm wie bei Krasniqi. Unter der Nase, das macht nichts. Deckungstreffer. Auf die Härte wartet, um dann die Führungshand reinzudrücken. Und wieder zum Ende der Runde Härte. Der jetzt auch ein bisschen unter dem rechten Auge blutet. Also, ist eine Willenssache jetzt. Mann, der ist schon hohl. Ja. Schneller agieren, wenn der Mann ist. Führhand, immer wieder raus. Nicht ans Seil stellen. Bist du irre? Brauchen wir nicht. Nein, sieht scheiße aus. Führhand, Führhand. Wenn nicht wegbewegen mit den Beinen. Ja. Tiefer ab. Alle klar? Ja. Machst du sehr gut. Der ist hohl schon. Der läuft schon langsam in die Ecke zurück. Konzentriert bleiben. Und nicht so viel mit rechts anfangen. Das ist mir zu gefährlich. Mach mal hier viel. Ja. Wenn er am Seil ist, nimmst du die mit. Und schließt hier mit ab, okay? Und schneller, ran nach, wenn ihr rummacht hier mit seinen Füßen, seid schneller da und bam, bam, dann ist er ja nicht sortiert. Genauso weiter, führen und sicher sein. Der ist schon hohl. Sie gehen, die Berliner, auf den Substanzverlust von Krasniqi. Das war ihre große Hoffnung. Der hat einen super Buddy, aber zum Ende hin hat er einfach nicht mehr die Kondi. Auch weil er sich so runterhungern muss in dieser Gewichtsklasse. Es waren gestern bei Krasniqi 75,8 Kilogramm in einer Gewichtsklasse bis 76,2. Heute wiegt Robin Krasniqi mal sicher 84 Kilogramm. Hertel wird so bei 79 sein. Das kann normalerweise ein Vorteil sein, aber nicht, dass die Mutmaßung von Stefan Kühne, wenn diese Gewichtszunahme innerhalb von 24 Stunden erfolgte. Und das Wiegen, es war gestern um 14 Uhr. Ha,
perfekte Treffer, alle drei drin. Er kommt besser durch, Stefan Hertel, nach wie vor. Lass ihn nicht aufbauen, das ruft die Hertel-Ecke. Er soll da reinstoßen, Hertel mit der Führungshand. Wir achten mal auf die Treffer von Krasnitschi. Gibt es da welche? Das ist Doppeldeckung. Das sind Fischer. Hertel soll nicht in den Seilen stehen bleiben. Das haben wir nicht nötig. Sagt Kühne. Und er kommt einfach besser durch, Stefan Hertel. Er trifft besser. Schlagstatistik mag ausgeglichen sein, aber die Treffer sind bei Hertel. Hälfte gleich um in einem hochdramatischen Kampf, in dem der Herausforderer von der ersten Sekunde an seine Chance in beide Hände nimmt. Kühne sagt, er ist mein mental stärkster Boxer. Er kann was drehen, er kann sich wehren. Das zeigt Hertel hier auch zum Ende dieser Runde. Was für ein Fight. Und der nächste steht bevor. Im Schwergewicht. Peter Cadiro, der Hamburger, der Jugend-Olympiasieger, wird gleich in den Ring treten. Was war das für ein krachender Knockout im letzten Kampf? Zweite Runde, wir erinnern uns. Wird's heute ähnlich? Cadiro hat Großes vor. Das alles noch hier bei Sport im Osten, Boxen live. Ich versuche immer linke, du siehst auf deine Augen. Du siehst mal die linke meiden und rechte reinballen. Und wenn er schlägt, du siehst mal immer mitschlagen. Du schlägst mit, aber danach immer zu. Verstehst du? Er geht zum Körper, schlägt direkt, aber du musst übernehmen. Locker, egal, du musst treffen. Verstehst du? Okay. Seconds out, ringside. Siebte Runde. Er bleibt ganz ruhig, Chaburov. Unterwegs eine Runde, vielleicht mal für Krasnitschi, vielleicht die dritte. Mit gutem Willen, mit dem Bonus des Europameisters, vielleicht. Ansonsten bisher alle bei Hertel Fragezeichen. Sehen die Punktrichter das genauso? Das ist am Ende natürlich die Frage. Jetzt arbeitet sich Krasnitschi wieder ab. Hertel bleibt stehen. Boxer spüren das. Ob da was kommt vom Gegner. Axel Schulz demnächst in Las Vegas bei Fury gegen Schwarz. Ein Box-Highlight jagt das nächste hier im MDR am 15. Juni. Der Kracherkampf, auf den ganz Deutschland wartet. Aber auch das hier ist eine hochklassige, extrem spannende Begegnung. Gutes Matchmaking. Zwei deutsche Boxer im Kampf um die Europameisterschaft. Das ist hochklassiger Sport. Momentan Stefan Hertel vorn. Beide Tapeverbände schon rot angelaufen. Die waren mal weiß. Und immer wieder löst er sich aus der Doppeldeckung, Hertel, dann mit den schnelleren, mit den härteren Händen.
weiß nicht, ob Sie die Rufe hören können von Hertels Vater, der hier extrem aktiv reinruft. Berliner Ecke deutlich lauter. Krasnitschi zuckt zusammen in den Seilen. Hertel geht weiter nach vorne. Ich habe keinen athletischen Nachteil. Wer das behauptet, kennt sich nicht aus, sagt der Berliner. Und jetzt ist auch das linke Auge von Krasnitschi aufgeplatzt, beziehungsweise Blut unterlaufen. Ist das eine harte Runde? Da ist der Papa mit Ehefrau Franziska, die ganz ruhig ist. Ganz im Gegensatz zu Vater Frank. Wahnsinnsrunde von Hertel. Eine Wahnsinnsrunde. Eine klare für ihn. Meine Damen und Herren, weitere Prominente wurden hier am Ring gesichtet. Auge zu. Wir begrüßen die Trainerlegende Uli Wimner. Was hörst du? So, mal spülen, spülen, Mund spülen, Mund spülen. Okay, komm. Hajim, wir brauchen K.O. Mehr haben wir nichts. Ja? Guck mal, konzentrier dich, Der Laut auf dein, der macht immer links. Verstehst du? Der Haus auf dein Laut. Link frei. Ganz ruhig, stabil. Anders geht nicht. Wir brauchen Power, aber die Power des Mannes, der von Magomed Chaburov betreut wird, die ist momentan nicht zu erkennen. Seine K.O.-Quote 31%. Er sagt, wir brauchen einen K.O. Und damit gibt er zu, dass alle 7 Runden weg sind, alle 7 Runden bei Hertel. Und wir blicken jetzt mal auf die K.O.-Bilanz von Robin Krasnitschi. Nicht gegen Landaeta, nicht gegen Ex-Weltmeister Kashtanov. Davor nicht gegen Grafka, natürlich nicht gegen Abraham, da hat er verloren. Der letzte Knockout datiert vom 28. März 2014 gegen Emanuel Danso, den Ghana. Ist das möglich, dass er 5 Jahre später nochmal die K.O.-Keule auspackt? Viereinhalb Runden hat er noch Zeit, die Forderung seines Trainers umzusetzen. Und das Schlimme für Krasnitschi, wann immer er sich überlegen fühlt, wann immer mal eine gute Hand drin ist, kommt Hertel, der jetzt den Mundschutz verloren hat und deshalb einen neuen bekommen muss. Der andere geht weg, das ist eine Regel, es muss einen zweiten Mundschutz geben, dass der in den Staub gefallen ist, nicht gewaschen werden muss, damit es schnell weitergeht, genau so wie es hier passierte aus der Ecke. Hertel ist es mustergültig passiert. Wenn er ihn absichtlich ausspucken sollte, Stefan Hertel, war hier nicht der Fall, dann gäbe es einen Punktabzug. Und das zeigt ihm jetzt auch Jean-Robert Lane an, der Monegasse. Hertel oft, wir sehen ja den Mundschutz mit offenem Mund. Ulf Steinfort geht ihm da ein großer Boxer der letzten Jahre von der Angel. Hertel sagt, Krasnitschi hat genug geboxt, er soll für Jüngere Platz machen, ist zwar selber nur ein Jahr jünger, hat aber lange bei den Amateuren geboxt.
und deshalb eine deutlich kürzere Profikarriere, die ja intensiv ist, die wehtut, die Kraft und Energie nimmt. Eine Runde für Krasniqi. War es vielleicht die erste? Ja, den gehen wir jetzt nicht mehr weg. Das ist nur eine Willenssache. Ah, tief atmen. Erhol dich mal. Komm nochmal. Normal. Normal. Hier. Führhand. Wir brauchen nicht viel mehr. Die trifft doch jedes Mal. Und stell dich nicht an, sehr, schieb dich doch vorher an. Tiefer atmen. Alles klar bei dir? Der kann nicht mehr, das ist jetzt nur noch sein Willen. Hör zu, das ist sein Willen. Und du hast einen stärkeren Willen. Hast du gehört, was ich sage? Hast du gehört? Führen laufen lassen, sicher sein. Wenn er steht, schlag an mit mehr musst du. Tiefer atmen. Ey, jetzt musst du über Grenzen gehen, Alter. Okay. Der kämpft nur noch im Unterhof. Lass es nicht mehr nehmen. Und warte nicht so lange, wir tragen an. Führen reicht. Er macht noch einen wachen Eindruck. Stefan Hertel. Vier Runden noch. Oder ein K.O. Hat es für beide lange nicht gegeben. Die Schläge von Robin Krasniqi, achten Sie mal drauf, kommen nicht mehr gerade, die kommen nicht mehr aus dem Fuß hinten raus. Da ist der ganze Körper drin, so wie hier. Das zeigt, dass ihm die Kraft fehlt. Legt alles rein. Bin gespannt, wie Härte darauf reagiert. Er wird kommen. Da ist sie wieder, die Führhand. Aber eine gute Phase von Krasniqi. Stark, wie er sich hier nochmal motiviert. Anderthalb Minuten waren die Nasen gestern beim Wiegen aneinander. So stehen sie sich jetzt wieder gegenüber. Mit dem Unterschied, dass sie heute auch die Fäuste benutzen, die im Moment in der neunten Runde zumindest ein bisschen besser fliegen bei Robin Krasniqi. Aber insgesamt ist Stefan Hertel deutlich vorn, der jetzt auch ein bisschen unsauberer wird. Nicht mehr die langen Hände bringt. Da ist wieder mal eine Führungshand. Lässt Krasniqi jetzt etwas näher heran. Das will Krasniqi. Jetzt stellt er Hertel. Der kippt nach vorn. Spielt sich jetzt der athletische Vorteil von Robin Krasniqi doch noch aus. Mund bei Hertel relativ weit offen. Mundschutz wieder auf kurzem Wege rauszurutschen. Köpfe hoch. Moniert Lein, der Monegasse. Eine irre Runde, die bei Krasniqi ist. Der hat jetzt mental Oberwasser. Deutlich mehr Schläge, viele Treffer. Robin Krasniqi ist in diesem Gefecht zurück. Und er hat noch Zeit, er hat noch drei Runden. Die gehört ihm in jedem Fall. Was erlebt Magdeburg hier für ein Spektakel? Riesenboxkampf. Guck mal. Gut so. Konzentrier dich und zieh dich, der versucht immer rechts rein. Und wenn du so stehst, versuchst du mal ein bisschen gut. Ach, man, hier schießt. Sag mal, wie gut das hat. Okay, ja, denk mal, ja, und wenn du schlägst, Hände hoch, der haut zurück, hau auch zurück, der zieht dich, der wartet, dass du drei, verstehst du? Okay.
bisschen mal rein. Jetzt pass auf, bei deiner Aktion kommt er nicht wieder. Okay. Der Cut schon jetzt wieder offen, aber das ist egal, das spielt keine Rolle mehr. Hertel hat provoziert. Hertel hatte die lockeren Sprüche vor diesem Kampf. Hat Hertel am Ende auch die Kondition, den letzten Attacken von Krasniqi entgegenzutreten? Nach diesem Comeback von Krasniqi bin ich mir in einem Punkt sicher. Hertel wollte ihn in Boxrente schicken, die wird er nicht gehen. Der kommt in jedem Fall noch mal zurück, egal wie das hier ausgeht, Robin Krasniqi, und das mit Recht. Denn es ist ein Boxkampf, den das Publikum so erleben und sehen will. Auf Augenhöhe von zwei erstklassigen, willensstarken Kämpfern. Hertel legt in seine Schläge alles rein. Krasniqi auch. Da sind sie wieder, die langen Hände von Hertel. Der Aufwärtshaken, auch jetzt noch variabel zum Körper. Haben Sie das gesehen? Erst die Gerade zum Kopf, dann der Haken zum Kopf, dann die Gerade zum Körper. Das ist eine Variabilität von Hertel, die Robin Krasniqi eben nicht bieten kann. Krasniqi mit 17 nach Deutschland gekommen. Sein Vater hat ihn nach München nachgeholt. Wollte anfangs schnell wieder zurück. Kam mit den Leuten nicht zurecht, mit der Sprache. Und hat dann in der Boxfabrik München gelernt, mit all den Problemen umzugehen. Tom Schwarz und Freundin Tessa, die sich bald aufmachen auf den Weg nach Las Vegas zum Kampf gegen Tyson Fury. Tom Schwarz, seine Story, die Fury-Story, nachher noch hier bei uns. Er im Interview zu dieser unglaublichen Aufgabe in den USA. Wie kann Chaburov seinen Mann jetzt noch motivieren? Schön führen, boom, boom, weggehen, boom, weggehen. Was sagt Sühne? Das war sehr gut immer, war wieder eine gute Runde. Genauso weiter, zwei Runden bis zur Europameister. Aber nicht wegschenken jetzt, konzentriert bleiben. Ja, ganz konzentriert. Wir liebsten Herrn Cuba Libre. Ja, schön ruhig bleiben. Es gibt Cuba Libre und das Duo und der Mann dahinter. Ich bin ganz stolz auf dich. Heute werden wir Europameister, okay? So genauso weggehen, super. Aber schön geschlossen bleiben nach deiner Aktion. Und nicht so leichtsinnig am Seil von der Scheiße, okay? Klasse. Nimm den Körper mit, wenn es passt. Tiefer atmen. Ganz toll machst du das. Was hörst du? Genauso weiter. Der Mann dahinter, eine Berliner Boxlegende, Kalle Raschke. Aus Berlin-Lichtenrade. Jahrelang an der Seite von Graziano Rocchigiani. Und seit neuestem, seit Februar, fest im Team von Stefan Kühne. Bringt natürlich auch noch jede Menge Erfahrung mit, einer Expertise aus dieser verrückten Boxzeit der 90er Jahre mit diesen Duellen. Rocchigiani, Michalczewski, Rocchigiani, Maske. Dieses Duell steht in seiner Brillanz dem nichts nach. Und das ist Heidi Lushtaku in der Mitte. Die Freundin von Robin Krasniqi.
fest an seiner Seite. Demnächst wollen sie heiraten, verlobt sind sie schon. Hertel rutscht aus. Das war kein Wirkungstreffer. Aber zeigt, dass auch Hertel langsam müde wird. Klar. Nach dieser Energieleistung. Krasniqi gibt alles. Krasniqi geht rein. Und Hertel hält dagegen. Ich gehe mental und physisch über meine Grenzen hinweg. Das hat der Berliner versprochen. Er hält es. Sein Vater, der von Stefan Hertel, kurz davor aufzuspringen und die Europameisterschaft seines Sohns zu feiern, der nach Punkten nicht mehr verlieren kann. Da lege ich mich fest. Jedenfalls nicht auf unseren Punktzettel. Und immer wieder kommt er noch zurück, Hertel, und hat eine Antwort. Was stecken beide ein? Unfassbar, was Krasniqi nimmt und immer wieder noch solche Aktionen startet, kaum noch hinterherkommt. Einmal war Stefan Hertel in seiner Karriere am Boden, ist aber zurückgekehrt und er sackt jetzt immer wieder mal zusammen. Krasniqi, wenn er die Rechte spürt von Hertel, die ja angeschlagen ist, die immer wieder mal wehtut, aber die er jetzt sehr gekonnt einsetzt. Wow. Nicht nur die Jungs im Ring schwitzen. Alles, was du hast. Ja. Alles, was du hast, musst du jetzt einmal. Geiler Junge! Haji, Hände hoch. Letzte Runde, Krasniqi. Alles, was du hast. Auf eine Rechte konzentrieren. Ja. Mehr bringt nichts, Haji. Ja. Mehr bringt nichts. Du kriegst zu viel. Brauchen wir. Verstehst du? Ist kein Problem. Kampf ist verloren, aber nicht in den Schlaf. Ja, pass auf. Konzentrier dich. Der schlägt linke. Rechte gerade, linke Haken und vielleicht nochmal drei. Aber nicht als erster. Okay? Gute Deckung. Und nach deinem Rücken immer hin, mein Freund. Okay. Ist der Schlag von Chaburov, der seinem Boxer sagt, du hast den Kampf verloren. Und ihn aber nicht in ein Gemetzel hineinschickt. Er sagt, nimm die Hand hoch. Sein Sinnspruch, der von Chaburov ist, lieber 5 Minuten feige sein, als ein toter Held. Und er gibt es seinem Sportler in diesem Moment weiter. Das ist starker Charakter von Chaburov. Schickt ihn hier nicht sinnlos in die Schlacht. Die Führungshand muss hoch, damit Hertel mit der Rechten nicht zuschlagen kann. Er hat gesehen, wie Krasniqi zweimal in die Knie ging, wie er kurz zuckte. Er ist, so scheint es mir, Robin Krasniqi, hier eher gefährdet, einen Knockout zu kassieren als Hertel. Hat mehr Schläge genommen. Am Ende muss das Leben nach dem Boxen weitergehen. Das ist die Botschaft von Chaburov. Und Hertel, gerade Familienvater geworden. Seine Frau Franziska, wir haben sie am Ring gesehen, ist Mutter von Charlotte. Kennt seine Verantwortung ebenso. Auch er wird jetzt hier nicht auf Teufel komm raus, weiter boxen. Charlotte, 2 Jahre alt, heute bei den Schwiegereltern. Auf die Rechte konzentrieren von Hertel, aber auch die eigenen nochmal einsetzen.
Das war so ein Schlag von Krasniqi, indem er es noch mal versuchte, zum Knockout zu kommen. Hertel ist erschöpft, aber Hertel knickt noch nicht ein. Hertel ist athletisch stark. Eine Minute noch, eine Minute Zeit für Robin Krasniqi. Hertel bleibt in der Doppeldeckung und jetzt trifft er hart wieder mit der rechten. Mundschutz draußen, gibt's den Punktabzug. Letzte Mal die Ermahnung von Jean-Robert Ley. Er zieht geschickt Hertel immer wieder die Hände hoch in die Schläge von Krasniqi hinein, der alles reinwirft. Was für ein Fight! ...15 Sekunden Zeit noch für Robin Krasniqi, seinen Europameistertitel zu verteidigen. Hertel ist Europameister. Was für ein Kampf von Stefan Hertel. Er hat den Sprüchen große Taten folgen lassen. Team Hertel jubelt mit Kalle Raschke, mit Stefan Kühne, der die SAS-internen Duelle zweimal verloren hat, mit Kölling gegen Bösel, mit Hertel gegen Deines. Jetzt sollte er normalerweise gewonnen haben. Bin sehr gespannt auf das Urteil. Jörg Hohmann, arbeitet doch mal. Und Stefan Kühne ist so glücklich. Das hat er gewollt, so ein SAS-internes Duell aus Berlin kommend mal zu gewinnen. Krasniqi, unglaublich, wie er sich reingeworfen hat. Da ist der Mundschutz durch den Ellenbogen noch mal rausgerutscht. Weiß er es schon? Das ist vermutlich die sechste Niederlage ist. Aber es bleibt natürlich das Urteil abzuwarten. Der olympische Boxer Stefan Hertel, Fünfter in London, 31 Jahre alt. Wenn ich diesen Kampf deutlich verliere, dann kann ich in Rente gehen. Und nicht Krasniqi, auch das hat er gesagt, ist ein bisschen untergegangen vor dem Kampf. Also klar, verloren, das hat er in keinem Fall. Als Europameister will er in jedem Fall weitermachen, Stefan Hertel. Ich will in die absolute Weltspitze und bin auf gutem Weg dahin. Deines, ein Ausrutscher. So werde ich mich nicht nochmal präsentieren. Sie waren sich sicher, dass er mental stabil ist, dass er gut boxen kann, dass er ein fantastisches Herz besitzt. Das hat Stefan Hertel in diesem Kampf gezeigt. Und auch das ist eine schöne Geste schon jetzt. Er weist in die Ecke von Robin Krasniqi. Und zeigt damit an, auch er hat großen Applaus verdient. Lars-Christian Kade ist bereit, das Urteil zu verkünden. Nämlich dann, wenn beide Boxer beim Ringrichter sind. Und das ist jetzt der Fall. Lars, bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Fernsehzuschauer. Einen großen Applaus für beide Kämpfer für diesen Fight heute Abend. Wir kommen zur Urteilsverkündung. Iko Bebic wertet diesen Kampf 112
zu 117 Punkten. Iko Bebic scores this fight 112 to 117 points. Oliver Breen werte diesen Fight 112 zu 116 Punkten. Oliver Breen scores this fight 112 to 116 points. Und Fabian Guggenheim wertet diesen Kampf 113 zu 115 Punkten. Fabian Guggenheim scores this fight 113 to 115 points. Und damit neuer EBU European Champion Stefan Hertel! Der Kampf wurde präsentiert von Samuel Kennedy, das Sportwettbewerb. Vielen Dank für die Unterstützung. Der Sieger Kass wird von Carsten Lecker von der Erfahrung in Magdeburg übermacht. Es gibt einen neuen Europameister und der heißt völlig zu Recht Stefan Hertel. Das Ergebnis von Iko Bebic gefällt mir noch am besten. 117 zu 112, 113 zu 115 aus meiner Sicht zu knapp. Hertel hatte das zu Kampfbeginn im Griff und auch am Ende sich noch die ein oder andere Runde geholt. Und jetzt hat er diesen Gürtel und grüßt in seine Ecke. Hertel, geboren in Lauchhammer, Brandenburger. Noch vor dem Mauerfall zog seine Familie nach Berlin-Marzahn, wuchs dort an der Platte auf. Er ist der neue Europameister und der alte ist jetzt bei Thorsten Fischer. Robin Krasnitschi. Erstmal Respekt für diesen enormen Kraftaufwand, den Sie hier betrieben haben. Ab der zweiten, dritten Runde der Cut am rechten Auge. Wie sehr hat der Sie behindert? Also als erstens, es tut mir sehr leid, dass es nicht geklappt hat. Ich habe alles gegeben. Natürlich, dieser Cut hat mich komplett verhindert. Ich habe mir die rechten Augen, seit ich diesen Cut bekommen habe, ich habe gar nicht gesehen. Und es war schwer mit den Augen, dann habe ich nur mit Kraft versucht, so irgendwo da zu hauen, weil Präsentation hat gefehlt. Mit einem Augen, aber ich habe alles gegeben. Gratulation an Stefan, war heute der Bessere. Ich kämpfe wieder, ich komme wieder und hoffentlich, dass es bald in der Revanche steht. Und nächstes Mal gehört der Titel wieder mir. Sie haben innerhalb des Kampfes dennoch ein kleines Comeback geschafft. Ab der 8., 9. Runde, obwohl Sie kaum etwas gesehen haben, haben die Runden Ihnen gehört. Wie wird ein Comeback als alter, aber nicht mehr amtierender Europameister dann aussehen? Naja, ich kenne ja dieses Gefühl, wie es ist, Europameister zu sein und ich behalte für lebenslang dieses Gefühl. Ich werde trotzdem weiter arbeiten, dass ich diesen Gürtel wieder kriege und natürlich immer weiter nach oben gehe. Robin Krasnitschi, vielen Dank. Danke auch. Faire Worte von Robin Krasnitschi, der seinem Gegner gratuliert, auch nach dem Ballyhoo im Vorfeld. Und Thorsten Püschel, der nähert sich jetzt natürlich an dem neuen Europameister, zieht ihn heraus von der Fotografenschar. Und jetzt ist er bereit mit Stefan Hertel. Ein Gürtel um die Hüften, das ist Ihr erster bei den Profis. Steht Ihnen gut? Ja, und hoffentlich nicht der letzte. Sie haben große Worte verloren vor dem Kampf, sicherlich auch immer wieder mit einem zwinkernden Auge. Jetzt haben Sie allerdings auch Taten folgen lassen. Wann war Ihnen klar, das wird heute meine Nacht? Ja, das ist ja auch wichtig. Ne? Man kann nicht immer nur dicke Hose machen, obwohl meine eigentlich immer so dick ist. Aber ich hatte die ersten 5, 6 Runden locker im Griff. Da dachte ich schon, oh, er wurde weniger und weniger auf die Deckung. Das tat nicht mehr weh. Ich dachte, jetzt ist der Knock drin. Ich würde dann gerne wissen, wie Robin zurückgekommen ist. Hut ab vor dem Comeback. Ich weiß, es sieht immer scheiße aus, wenn er den Kampf anträgt. Viel arbeitet und ich die klaren Treffer setze. Da muss man schon das gute Auge haben, der Punktrichter, um das manchmal zu sehen. War ein knapper Kampf, hinten raus hätte ich nicht gedacht, aber ich bin glücklich. Glücklich, weil Sie den Gürtel haben und weil jetzt etwas Historisches ansteht, wird es heute nicht nur den Cuba Libre geben, sondern wirklich das Du? Ja, hundertprozentig. Stefan, oder? Was sagst du? Das klären wir dann gleich noch. Du hast geklärt. Ich habe mich 12 Runden hier durchgebissen, da ist das Du fällig. War das die größte Motivation? Auch, ja. Aber natürlich wollte ich auch endlich mal meinen ersten Gürtel haben. Und an der Stelle, ich weiß, ich finde es immer völlig nervig, wenn sich immer alle irgendwie bedanken. Aber
Danke an meine Eltern, die bis jetzt fast bei jedem Kampf dabei waren. Danke an meine Freunde, die mich fast die gesamte Profikarriere begleitet haben. Danke als Autor aus Mecklenburg. Sie waren seit dem ersten Tag an meiner Seite. Ich war in nichts im Profiboxen. Jetzt bin ich Europameister und jetzt kann ich hoffentlich was zurückgeben. Letzte kurze Frage. Robin Krasnitschi hat eben einen Rückkampf ins Gespräch gebracht. Wie sehen Sie das? Oh, der Kampf war ganz schön anstrengend. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Aber an sich, es war ein guter Kampf. Ich glaube aber, er war schon halbwegs klar. Wenn Robin mir verrät, wie er zurückgekommen ist mit der zweiten Luft, dann können wir nochmal drüber reden. Vielen Dank. Ja, das ist Unterhaltung, nicht nur beim Boxen, auch danach im Interview. Stefan Hertel, der verdiente Europameister, Dominik Böse ist an meiner Seite. Der kennt beide Seiten der Medaille. Der weiß, wer es ist, so einen EM-Titel zu verlieren. Der weiß, wer es ist, das Ding wieder zu gewinnen. Was hat Stefan Hertel heute viel besser gemacht, als das vielleicht Robin Krasnitschi in der Lage war? Ja, also ich muss sagen, ich selbst habe den Kampf sehr viel enger gesehen, aber okay, dafür gibt es ja 3 Punktrichter. Ja, der Cut an Robins Auge ist natürlich eine Riesenbehinderung. Mich hat es gewundert, dass er überhaupt den ganzen Kampf durchgeboxt hat. Das ist Respekt, große Leistung. Wir haben auch mal gesucht, also es war dann in der zweiten Runde, so 20 Sekunden nach Beginn der zweiten Runde, war so ein Schwinger, der das getroffen hat von Stefan Hertel. Es ist nicht 100% zu sehen, aber wir haben das mal rausgesucht, das war der Punkt dann da. Wie sehr behindert das, wenn da dieses Blut fließt? Man merkt das doch eigentlich nicht, oder, unter Adrenalin? Ja, man merkt das nicht ganz so. Morgen hat er viel mehr davon, das steht fest, ja. Aber es läuft natürlich immer ins Auge rein, das behindert die Sicht und sehen muss man schon was beim Boxen, sonst wird es schwierig, ja. Stefan Hertel, das haben wir im Vorfeld ja auch gesagt, der technisch versiertere Boxer, weil er, was haben Sie uns auch nochmal gesagt im Vorfeld, weil er einfach aufgrund der Amateurkämpfe einfach viel mehr Know-how hat, das hat sich auch gezeigt. Wir können auch mal so reingucken, so eine Stafette, die der Stefan dann immer wieder losgelassen hat. Robin Krasnitschi ist da nicht reingekommen, hat Stefan Hertel sozusagen immer von Anfang an, auch von der Ringmitte, habe ich ihn immer oft gesehen, war das so ein bisschen das Mittel? Ja, das hat er ja so angekündigt, sobald er boxen, das hat er auch teilweise sehr, sehr gut gemacht, muss man echt sagen, ja. Man sieht einfach, Robin hat diese Amateurschule nicht gehabt, er kommt sehr unterdox, schwingt seine Haken rein, macht aber immer wieder Druck und Power. Stefan die klareren Hände, ja, aber war ein schöner Kampf. Absolut. Ganz kurz, bevor wir gleich nochmal durch den Trainer hören wollen, wollen wir nochmal ganz kurz über die zweite Luft von Robin reden. Das ging in der 9. Runde nochmal richtig zur Sache. Bis hinten raus ein Fight, der wirklich eng geführt war. Diese zweite Luft, holt man die sich dann, weil man weiß, es geht nur noch über das K.O.? Ja, Robin ist schon immer so ein Typ, der hat sich einfach reingebissen und kann sich immer noch steigern. Da hat man gesehen, ich habe so zwischendurch mal Stefan seine Augen gesehen und dachte so, wuh, hat sich aber auch durchgebissen, muss man sagen. Stefan hat auch immer wieder Aktionen reingehauen und hat versucht mitzukämpfen. Ja, Wahnsinn. Wirklich ein toller Boxkampf, den wir hier live gezeigt haben. Dominik Bösel, vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie uns wie immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Ihnen weiterhin viel Freude beim Training. Das ist ja in so einer langen Phase über den Sommer hinaus nicht immer so richtig spaßig, aber Sie wissen ja, es kommt wieder ein Kampf, wahrscheinlich so im Herbst oder Anfang Herbst oder Spätsommer. Gucken, werden uns darüber mal später unterhalten. Dankeschön an der Stelle und wir gehen wieder zu Thorsten Püschel. Der hat den Trainer, der jetzt mit Du angesprochen wird, nur noch demnächst. Ich sag mal, hallo Stefan, das wird ja jetzt öfter passieren in der Halle. Wie war das im Vorfeld? War das wirklich ein Kitzel an Motivation, die Sie da mitgegeben haben? Ich glaube schon, dass das für Stefan eine Motivation war, mich jetzt duzen zu dürfen, weil er ist neben meiner Frau jetzt der Einzige und er wird da übrigens auskosten. Okay, ich dachte, wir waren auch beim Du. Okay, vielleicht ändert sich das noch. Man spürt zumindest eine besondere Beziehung zu Ihrem Sportler. Was hat heute diesen Kampf entschieden? Wir haben den Cut gesehen ab der zweiten Runde. War das die Entscheidung oder waren da noch andere Dinge aus Sicht des Trainers? Na, ich glaube, die Entscheidung war so ein bisschen, dass Stefan doch der bessere Boxer war und ist und auch gezeigt hat zum Schluss, dass er sich durchbeißen kann. Weil Robin kam natürlich übelst zurück und hat in der zweiten Kampfeshälfte sehr viel Druck gemacht. Aber Stefan hat auch gegenhalten können. Das war nachher eine Willensgeschichte, hat gute Treffer setzen können. Von daher, ich finde, erstmal eine Boxen hat gewonnen und heute auch der richtige Mann. Aber es war ein super Kampf von beiden. Stefan, Sie wollten kurz nochmal eingrätschen, habe ich gerade gemerkt. War das jetzt, um den Bauch zu testen oder ging es um Inhalte? Ich weiß, er hat keine Bauchmuskeln. Was ich noch sagen wollte, ja, der Cut war ein Kopfstoß. Aber er hat mich in der ersten Runde ja schon nicht so gesehen, die Führungshand, die war zu schnell. Deswegen glaube ich, es war störend für ihn, aber wahrscheinlich eher motivierend. Weil er ist ja dann nochmal gekommen wie ein Bulle. Er hat ja vorher auch die Führungshand nicht gesehen. Sie haben gerade gesagt, Kopfstoß? Ja, ich glaube schon. Da bin ich so ehrlich. Ich habe gemerkt, er kommt ja auch immer mit dem Kopf nach vorne, ich auch. Und da war dann der Cut da. Aber wie gesagt, ich glaube, die Behinderung war da, aber nicht kampfentscheidend. Was glauben Sie, was mit diesem
Typen, der jetzt Titelträger zum ersten Mal in seiner Profikarriere geworden ist, noch geht? Naja, ich sag mal, wenn man ihm noch ein bisschen Zeit gibt und er sich noch, oder wir uns gemeinsam noch finden können und entwickeln können, dann kann man vielleicht noch mal noch im größeren Titel boxen, aber das wird nicht sofort gehen. Nur dann kann natürlich passieren, wenn er um eine WM boxt, dass er mir anbietet, dass wenn er Weltmeister wird, ich ihn sitzen muss und das wäre dann ganz schön hart, glaube ich. Stefan Kühne, vielen Dank. Der Gypsy King, Klitschko-Bezwinger und ungeschlagen. Er fordert Fury heraus. Tom Schwarz aus Magdeburg vor dem Kampf seines Lebens. Live aus dem MGM Grand in Las Vegas. Tyson Fury! Fury gegen Schwarz. Samstag, 15. Juni. Sport im Osten. Boxen live. Da sind wir mit dem einen Kampf gerade zu Ende und schon kommt das nächste Highlight auf uns zu. Und neben mir steht der Mann, über den wir gerade schon gesprochen haben, Tom Schwarz, mit dem auf dem Weg nach Las Vegas. Und daneben steht einer, der sich dort hervorragend auskennt. Er hat genau dort, wo Tom boxen wird, den größten Kampf seiner Karriere gemacht, damals gegen George Foreman, Axel Schulz. Einen schönen guten Abend, die Herren. Aber erstmal, bevor wir ganz kurz darüber sprechen, wie das sein wird, würde ich ganz gerne von euch noch was hören, was ihr da gerade gesehen habt. Was war das für euch für ein Boxkampf heute? Also dazu kann man keine Worte finden. Ich glaube, jeder hat gesehen, dass das, warum man zu so einer Veranstaltung kommt, genau der Grund ist. Das ist Boxen. Und so muss das eigentlich immer sein. Wahnsinn. Danke an die beiden Kämpfer. Es war Wahnsinn. Dankeschön. Wirklich toller Kampf. Axel, für dich auch ein großer Boxkampf, oder? Ja, geile Werbung wieder für unseren Sport. Und ich glaube, die haben beide Kopfschmerzen heute. Das wird definitiv so sein. Das tut auf jeden Fall weh. Tom, es geht, alle gucken natürlich nach vorne. Deutschland wünscht sich diesen Kampf und wird ihn erleben am 15. Juni. Ist bei dir schon so ein bisschen Aufregung da oder bist du total tiefenentspannt? Nein, Aufregung nicht. Ich nehme das wirklich als wenn ich normalen Kampf mache. Die Vorbereitung ist perfekt bis jetzt gelaufen. Nicht krank geworden. 10 Wochen bis jetzt habe ich durch in Sportschule Kinema. Und kann nur gut laufen. Also diese Vorbereitung läuft wirklich besonders, denn schauen Sie mal, was dieser Mann alles auf sich nimmt, damit das gegen Tyson Fury am Ende funktioniert. Das tut weh. Roberto Norris schlägt auf Tom Schwarz ein mit voller Kraft, minutenlang. Norris, Kubaner, zu Hause in Las Vegas, macht Schwarz hart für Fury. Er ist selbstbewusst, hat sich überall gesteigert. Die Defensive ist stabiler, er schlägt jetzt korrekt. Er hat eine Chance und ich glaube daran, dass er diesen Kampf gewinnen kann. Schwarz gegen Fury, das Meisterstück von Promoter Ulf Steinfort. Tyson Fury ist 30 Jahre alt, Brite, zu Hause in Manchester, ungeschlagen in 28 Kämpfen. Tyson Fury ist jetzt für mich eigentlich die Nummer 1 von allen, weil er ist der Klitschko-Bezwinger, er ist der auffälligste Boxer vom Typ her, er macht ein Riesenspektakel, er stellt eigentlich alle in Schatten von der Art, wie er ist, mit seinen allen Eskapaden. Ein genialer Selbstvermarkter. Fury erhält vom US-amerikanischen Sportsender ESPN 91 Millionen Euro für die nächsten 5 Kämpfe. Diesmal mache ich natürlich keine K.O.-Ansage, wie ich es vor meinen Kämpfen immer mache. Von einem Sieg ist Tom Schwarz dennoch überzeugt. Mit seinem 2,6 Meter großen Gegner beschäftigt er sich dabei nicht übermäßig. Das Videostudium überlässt er den Trainern. Also ich sag mal, was ich mache. Ich stehe auf, gehe zum Training, essen, schlafen, Training, essen, Training, schlafen. Training, schlafen, essen, essen, schlafen, Training, essen, schlafen, schlafen, essen, Training. Das Training zieht Schwarz größtenteils in der Abgeschiedenheit des Bayerischen Walds durch. Mit 2 Trainern. Das Kommando hat René Friese, der gebürtige Aschersleben, sorgt für die schnellen Einheiten. Roberto Norris lehrt den amerikanischen Stil mit vielen kleinen Tricks. Das kommt von seiner Seite, von meiner Seite. Und daraus würden wir einen schönen Schuh passen und der auch passt. Die Wettbüros zahlen für einen Fury-Sieg 3 Cent auf jeden eingesetzten Euro. Quasi also nichts. Tom Schwarz hat nichts zu verlieren. 0, nichts. Egal wie der Kampf ausgeht. Tyson Fury! Alle sehen Fury als haushohen Favoriten. Nur Norris nicht.
Er hat keine Ahnung, was für ein tougher Fighter ihn erwartet. Fury sagt, er will nach dem Kampf ein bisschen nach Deutschland fahren, nach Berlin. Nein, das wird nichts. Du kannst nicht in Berlin sein, denn du musst deine Schwellungen kühlen, im Bett, im Krankenhaus, denn du kämpfst gegen einen Krieger. Norris hat schon auf viele Boxer eingeschlagen. Vielleicht lohnt es sich ja tatsächlich, ein paar Euro auf Schwarz zu setzen. Na, ich glaube, spätestens nach dem Bild an jetzt wird der eine oder andere doch mal sagen, Menschenskinder, dieser Tom Schwarz, da gibt es vielleicht doch eine Chance, dass der diesen Tyson Fury am Ende besiegen kann. Axel Schulz, du warst am 22. April 95 genau dort, wo Tom auch boxen wird im MGM Grand. Auf was muss er sich denn vorbereiten und einstellen? Was passiert da? Ja, die Kulisse wird natürlich gigantisch sein. Also das mit 16.000, 17.000 Zuschauern, ausverkauft die Hütte und alle werden gegen dich sein, also in erster Linie. Und darauf muss ich einstellen, glaube ich. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich habe eigentlich nur einen Tipp. Tom muss sein Ding machen. Und das Geilste ist, da ist ein Golfplatz um eine Ecke, das ist ein ruhiges Hotel. Weil im MGM kriegst du eine Macke. Also wir mussten auch im MGM wohnen, aber wir sind dann ausgezogen, weil das ist einfach zu hektisch. Du siehst jede, also wenn du alleine zum Essen gehst, siehst du deine Fresse und wirst daran erinnert und du musst ja auch mal runterkommen, also ganz wichtig abschalten und sowas alles. Aber dafür hat Tom sein Umfeld, seinen Stab dabei und ich denke, klappt schon. Und die Chance, die ist auf jeden Fall da. Im Boxen ist alles machbar und schwäbig sowieso. Da ein Schlag kann manchmal entscheidend sein. Und wir üben schon mal ein bisschen, wir beide. Wir werden ja den Kampf dann übertragen. Du wirst ja für den MDR mit dabei sein. Freut uns wirklich sehr, dass wir da gemeinsam im Ring stehen werden. Wir haben hier mal eine Statistik vorbereitet und gucken mal drauf auf diesen berühmten Head-to-Head-Vergleich zwischen Tyson Fury und Tom Schwarz. Also vom Alter her 30 zu 25, das würde ich mal sagen, geht so ein bisschen zugunsten. 24. 24, okay. Geht zugunsten von Tom aus. Dann haben wir 2,06 m zu 1,97 m. Weil diese Länge, diese Größe, ist das, könnte ihm das ein Problem bereiten? Ja, natürlich. Die Größe muss er erstmal durchkommen. Also Tom muss gleich ringehen, den Kampf versuchen zu machen und einen Vorwärtsgang zu nehmen. Was ist denn, gibt's schon eine Kampftaktik für dich? Natürlich, die haben wir mit René Friese und Roberto erarbeitet, die ich natürlich nicht verrate, aber die ist sehr gut. Wir haben nicht nur eine Strategie, sondern mehrere und die sind gut. Wie wird denn die Anreise vollzogen werden? Wann wirst du rübergehen nach Amerika? Wann wird das sein? Innerhalb der nächsten Woche, dann wird, denke ich, noch eine Pressekonferenz sein und dann direkt nach Las Vegas. Okay, also ich glaube, Mittwoch ist der Medientag, haben sich schon irgendwie, halb Deutschland hat sich schon angesagt, alle wollen mal vorbeigucken. Wie geht man? Das ist ja so ein bisschen vergleichbar. Bei dir war es, glaube ich, der 24. Kampf, bei ihm wird es der 25. Profikampf sein. Wie geht man mit diesem Druck um, der da auch kommt? Weil am Ende guckt dann doch ganz Deutschland, guckt Europa so ein bisschen, weil es ist ja am Ende so ein bisschen so, auch so eine europäische Geschichte. Ja, den hast du ja vorher schon, also den Druck hast du vorher und ich denke, ihr habt euch intensiv unterhalten mit Ulf Steinfurt, mit dem Manager, mit dem Trainer. Mhm. Nimmt man den Kampf überhaupt an und wenn die Entscheidung da ist, den Kampf nehme ich an, dann brauchst du nicht mehr überlegen, dann musst du dein Ding abspulen und dein Ding machen und dann natürlich, sag ich mal, alles darin legen. Also das sind natürlich auch die Sachen, was da ist, wie das ist, wie viele Menschen, da hätte ich Axel auf jeden Fall nachher noch gefragt, weil mich das sehr interessiert und natürlich habe ich mich mit meinem Manager Burum Soleimani extrem viel unterhalten, wie wir das machen, was wir machen und da bin ich sehr stolz drauf. Danke Burum, ich liebe dich. Jetzt ist es bei dir so gewesen, du bist um den verdienten Sieg gebracht worden, alle waren sich hinterher einig, das war was, eigentlich hättest du gewinnen müssen gegen George Foreman. Wie kann er das denn verhindern, dass das ihm nicht passiert? Ja, im Ausland ist am besten K.O. zu gewinnen. Also von der Seite her, alles so wie eine Karte. Nein, das ist natürlich schwierig im Ausland zu gewinnen, zumal bei mir war eben halt Foreman, der schon Vorverträge hatte mit Mike Tyson und sowas alles. Und bei Tom ist es ähnlich. Ich sag mal, Fury hat eben Vorverträge mit den nächsten Kämpfen schon. Also er muss alles auf eine Karte setzen und voll ringehen und alles riskieren. Im Boxen kann alles passieren, er kann genauso umfallen, aber dann ist es so. Im Nachhinein musst du zufrieden sein, wenn du sagst, okay, ich habe alles dafür gemacht. Ja, ich glaube, er dauert einmal zu boxen und ich glaube, so wie wir dich einschätzen, wirst du auch vieles auf eine Karte setzen. Viel Spaß bei der Vorbereitung, noch gute Nerven. Das viel Spaß, das ist ein bisschen übertrieben. Ich wünsche mal. Das ist schon eine Quälerei, muss man schon sagen, oder Tom? Aber ich glaube, ein bisschen Spaß wird es hoffentlich auch machen, die Vorbereitung in Las Vegas. Und ich glaube, ganz viele Menschen in Deutschland drücken da ganz schwer die Daumen, dass es gut funktionieren wird. Das denke ich auch. Und vielen, vielen Dank für die Menschen, die mich unterstützen. Ich liebe euch alle. Vielen Dank. Ich gebe für euch alles.
Tom, viel Spaß. Wir sehen uns in Las Vegas wieder. Jetzt erstmal dir eine gute Zeit. Viel Freude mit den vielen Anfragen, die jetzt kommen, und dann eine gute Vorbereitung in Las Vegas. War die letzte Stippvisite jetzt hier in Magdeburg für ihn. Und wir gehen jetzt weiter, denn es gab natürlich heute auch noch einen Schwergewichtskampf. Auch ein Mann, der mitten nach Las Vegas gehen wird, nämlich Peter Kadiru. Peter Kadiru zum dritten. Im März die Premiere bei den Profis. Im April der erste krachende Knockout-Sieg. Peter Kadiru, der Hamburger Jung. 6 Runden im Schwergewicht. Kadiru gegen Iannucci. Jetzt mit Sport im Osten. Wir kommen nun zu den Kämpfern. Der Mann in der roten Ecke ist 32 Jahre alt und wog gestern beim offiziellen Wiegen 98,8 Kilogramm. Er ist 1,86 Meter groß. Seine Bilanz: 7 Kämpfe, 4 Siege, einer davon durch Knockout. Bitte begrüßt ihr, please welcome again, Paolo Iannucci. Der Mann in der blauen Ecke ist 21 Jahre alt und wog gestern beim offiziellen Wiegen 110,7 Kilogramm. Er ist 1,94 Meter groß, seine Bilanz: 2 Kämpfe, 2 Siege, einer davon durch Knockout. Aus dem SES Boxshow Magdeburg, meine Damen und Herren, in der blauen Ecke, Peter Kadiru. Die Kämpfer sind nun bereit, der Ringrichter aus Deutschland, from Germany, Oliver Brien. So, gentlemen, fight of tools, attention commands, all time, touch gloves, good luck, check in. Der erste Knockout meiner Karriere, so Peter Kadiru vor 4 Wochen. Das war wie im Fußball ein Schuss in den Angel. Oder wie ein Dreier beim Basketball. Das will ich wieder haben. Der dritte Auftritt als Boxprofi des großen deutschen Talents im Schwergewicht. Peter Kadiru in der weißen Hose. Normalausleger, sein Gegner aus Italien, erfahrener Mann, 32 Jahre alt, Paolo Iannucci. Peter Kadiru 1,91, der Italiener 1,87. Also von der Größe her ist das ungefähr ein Level. Peter Kadiru, der so erfolgreiche Amateur, Jugend-Olympiasieger 2014 in Nanjing, Vize-Junioren-Weltmeister in der Jugend, wie Europameister auch. Geboren und aufgewachsen in Hamburg, lebt inzwischen in Barmbek. Klassische Boxschule, zunächst in Hamburg, dann am Olympiastützpunkt in Schwerin. Mann in der Ecke seit Schweriner Tagen, Christian Morales. Ziel ist klar formuliert, zügig, aber ohne Hast. Peter Kadiru in dieses Profigeschäft führen. Immer mit der Maßgabe, der Mann ist 21 und boxt im Schwergewicht. Und hat ganz viel Zeit, wenn er die braucht. Duell ist angesetzt auf 6 Runden. Klassische Rundenzahl für den Start einer Profikarriere. Viele Kämpfe sammeln, viele Erfahrungen sammeln. Das ist das, was zu diesem Zeitpunkt zählt. Ganz wache Augen bei Kadiru. Hier zum ersten Mal richtig durchkommt, durch die Mitte mit seiner blitzsauberen Gerade. Durch die Deckung des Italieners durch. Stimmt diese erste Runde klar,
Hat sich sofort Respekt verschafft im Ring. Wird jetzt versuchen, noch eine Aktion zu setzen, bevor es dann in die Pause geht. Gute erste Runde von Peter Galliro und wir hören rein in die blaue Ecke zu Christian Morales. Einmal. Hinten raus war es locker, aber besser, ne? Ja? Ne? Am Anfang noch gar nicht so viele Kombinationen. Erstmal diese einfachen, sicheren Sachen, weißt du? Du brauchst doch noch nicht reingehen und ballern, weißt du? Erstmal von draußen stehen. Ne? Links, links, rechts war einmal gut. Ja? Ne? Nur in Ruhe, weißt du? Noch gar nicht so viel Kombination. Muss jetzt noch nicht. Okay. Ja? Ich werde den Jab kontrollieren, müde machen. Ja? Ne? Und dann. Die Ecke mit Christian Morales, dahinter sehen wir Errol Animisch, der Athletiktrainer, sein Bruder Kevin natürlich auch dabei und auch Jörg Hohmann, der Cutman, der sich um die bislang noch nicht vorhandenen Blessuren im Gesicht von Peter Kadiro kümmert. Dem jungen Mann ist natürlich klar, was für große Erwartungen auf ihm lasten. Das ist hochprofessionell angegangen, dieses Projekt Peter Kadiro. Christian Morales, der Trainer, hat er mal einen rechten Schwinger gefangen. Trotz der Überlegenheit in der ersten Runde muss er natürlich aufmerksam bleiben. Große Vorbereitung gab es nicht gegen den Italiener. Bis vorgestern hieß der Gegner noch Carlos Carreon aus Mexiko. Er hat dann kurzfristig absagen müssen. Und Paolo Iannucci stand parat, hat vor zwei Wochen aus dem Ring gestanden, war noch voll im Saft, hat sofort zugesagt. Für ihn eine Riesenchance. Hat uns glaubhaft versichert, dass er super glücklich ist, gegen diesen hochtalentierten jungen Boxer in den Ring zu steigen. Auch das Auswärtsspiel überhaupt kein Problem für ihn. Und angesprochen auf den Altersunterschied, auf seine Erfahrung im Gegensatz zu Kadiro, gab es ein dickes Grinsen und den Satz, ich hoffe mal, dass der alte Mann den jungen Typen aus seinem Haus jagt. Bislang sieht es nicht danach aus. Peter Kadiro hat die Regie wieder übernommen. Im Profiring Anfang März, auch hier in Magdeburg, gegen Artur Kubiak. Das war für den ersten Kampf ein sehr, sehr starker Gegner aus Polen. Hatte da dennoch alle Runden für sich entscheiden können. Und dann am 13. April in Halle gegen Vincenzo Arancio Febo. Der K.O. in der vierten Runde mit einer ganz starken rechten Gerade. Versucht ein bisschen variabler zu werden, jetzt mal in Richtung Körper geschlagen. Peter Kadiro muss diesen Kampf völlig allein gestalten. Schon jetzt hier ab Mitte der zweiten Runde kaum noch Offensivaktion des Italieners, der sichtlich beeindruckt scheint von dem, was ihm da gegenübersteht. Merkst du, der Jab läuft, ja? Ne? Brauchst nicht so oft die Rechte, weißt du? Bleib ruhig, die Rechte dosiert einsetzen, weißt du? Ne? Jabben, über den Jab, eben nimmt er den schon. Ja. Hinten raus. Weißt du, der ist so deutlich, der Jab, weißt du? Damit den Kampf kontrolliert. Und dann immer wieder oben aufpassen. Ja? Mhm. Ne? Da haut immer dann wieder das Ding rüber, so wie wir gesagt hatten. Ja?
Hast du einmal gut gemacht, weil sie Jab, Bravo. Weißt du, Jab, Bravo. Und Körper, wenn du Körper treffen kannst, Körper findet er nicht gut. Aber danach so, die Sicherheit oben, ne? Nach dem Körperschlag. Kam die Hinweise von gleich drei Leuten und der Hinweis des älteren Bruders, der ihn zum Boxen mitgeschliffen hat. Also, gerade mal 11 Jahre alt war. Hab Spaß da am Ring. Dritte Runde in diesem auf 6x3 Minuten angesetzten Gefecht. Peter Kadiro. Die große Hoffnung im deutschen Schwergewicht. Junger Mann, 21 Jahre alt, gegen Paolo Iannucci aus Isola del Lidi. Kleiner Ort, 90 Minuten südlich, mit dem Auto von Rom. Der nichts anbietet, der keine eigenen offensiven Aktionen zeigt. Das ist für Peter Gardiro gar nicht so einfach, da mal eine spannende Konterbewegung zu setzen und den Italiener zu überraschen, der nur in seiner Deckung verharrt. Aber auch das eine Aufgabe, die in dieser jungen Karriere zu lösen ist. Zum ersten Mal die Rechte ganz deutlich drin und das wird nicht gerade dazu führen, dass der Italiener noch mutiger wird. Paolo Iannucci, der hier nur im Duell der vielen Bilder von liegt. Peter Kadiro übrigens nennt Tattoo überhaupt kein Thema. Die Mama mag das nicht, also gibt es auch keins. Mama Jeanette, großer wichtiger Bezugspunkt. Nach wie vor, wenngleich inzwischen schon seine eigene kleine Familie hat. Freundin Michelle ist auch in der Halle. Tochter Nila ist ein halbes Jahr alt. Nimmt einen Großteil seiner Freizeit ein. Vorbereitung immer wieder über den Jab, der gut läuft, mit dem Christian Morales zufrieden ist. Die Freunde aus Hamburg. Mit dem Jab hält der Iannucci problemlos weg. Jetzt mal einfach rechts ansatzlos geschlagen. Und das stellt den Italiener gleich vor ganz große Probleme. Kommt nichts entgegen. Beherrscht den Gegner komplett. Und gleich die ganz intensiven, die ganz klaren Treffer, die ihn wirklich in Bedrängnis bringen, noch nicht gelungen sind. Wir hören wieder rein in die Ecke zu seinem seit 5,5 Jahren Vertrauten, zu Christian Morales. Tief Luft. Hast gemerkt, jetzt kommst du, ja? Merkst du das, wie gut das ist auf den Beinen mit dem Jab? Weißt du, darüber machst du den müde, verstehst du? Ja? Ne? Genau so. Ja, da hat doch Spaß da oben. Ja, bumm, raus, bumm. Ja? Und dann kommt das. Und dann wieder dieser halbe Schritt, der ist so wichtig. Verstehst du? Ja. Ja? Ja? Gut, so Dicker. Wird müde. Das ist auch nicht doll, Alter. Die sind schon muss schnell sein, weißt du? Wasser? Ja. Nee, Tuch. Okay. Ja. Gut so. Ich hab Spaß da, ne? Auf beiden Wegen. 6-6 aus. Weißt du? Ring 3. Und 4. Zu Beginn der Runde 4 hat er vor 4 Wochen seinen zweiten Gegner als Profi mit einer klaren Rechten getroffen. Der allerdings wollte auch boxen. Der ging nach vorn, der hat seine Chance gesucht. Vincenzo Aranjo Febo. Und da fiel es dann Peter Kadiro auch ein bisschen leichter, in eine Aktion hineinzugehen und ihn mit einer klaren Rechten zu treffen. Das wird heute schwerer, weil der Italiener selten was anbietet, selten mal ins Risiko geht.
schon nach der zweiten Runde so ein bisschen auf Überlebensmodus geschaltet hat. Gut mit der ersten Aktion geöffnet. Zweite hinterhergegangen. Der Jab wird gepriesen vom Trainer, den setzt er auch häufig ein. Jetzt mal mit einem überfallartigen Dreier-Kombi. Aber er sollte vielleicht den Italiener mal ein bisschen öfter auch am Körper fordern, um diese gemeißelte Doppeldeckung davor dem Gesicht wegzuziehen. Das ist ein bisschen eindimensional im Augenblick. Etwas, auf das sich Iannucci ganz gut einstellen kann. Ja, die ersten beiden Gegner in seiner jungen Profikarriere, die wollten mitmachen. Die hatten Mut, die sind nach vorn gegangen. Das heute hier ist mal eine komplett andere Aufgabe. Einmal im Monat boxen, das ist im Augenblick sein Arbeitsalltag und das soll auch so weitergehen. Steinfurt und das Team Kadiru arbeiten intensiv daran, dass er ebenfalls mit nach Las Vegas fliegen kann. Am 15. Juni im Vorprogramm von Tyson Fury gegen Tom Schwarz boxen kann. Diesen großartigen Kampf im Schwergewicht, den wir Ihnen live nach Deutschland bringen werden. Und seine Erfahrung sammeln, auf der ganz großen Bühne unterwegs sein. Die Atmosphäre einsaugen, ohne selbst wirklich im Fokus zu stehen. Das Duell hier sehr, sehr einseitig und eindeutig. Und auch Runde 4 klar auf dem Punktzettel für den 21-Jährigen aus Hamburg, für Peter Kadiru. Ja, merkst du? Ne, geht da hinten langsam dem Ende entgegen, ja? Ne? Jetzt so aus dem Lockeren, aber lass die Hände dabei oben hinterher gehen, weißt du? Ne? Mach mal dieses Ding, also, ja, und dann diese Jab rüber rechte. Ja? Tief Luft holen. Aber du, immer Ruhe, immer wachsam sein. Ja, ich bin wachsam. Ne? Du bist voll da, ne? Ja, ne? Immer wieder Fokus, immer wieder die Beine raus, das Bein rausnehmen. Ja, und dann kommt die Kombination. Okay, locker, zwei Runden. Ja? Gut. Gefällt mir gut jetzt. Ganz schön zu sehen, eben gerade in der Zeitlupe nochmal der fast schon amerikanische Stil, nachdem wir vorhin gerade über Las Vegas gesprochen haben. Nur noch eine Hand vorm Kinn, die andere lässig nach unten hängen, fast schon im Ali-Stil. Aufmerksam sein, aber dennoch die Überlegenheit jetzt auch münzen. Iannucci, um im Fußballbild zu bleiben, wie eine Mannschaft, die mit 10 Feldspielern sich nur noch um den eigenen 16er postiert. Das können die Italiener ja ganz gut. Stichwort Catenaccio. Die Aufmerksamkeit, die Christian Morales eingefordert hat, die sieht man den Augen von Peter Kadiru immer an. Das ist auch etwas, was ich ihm abnehme. Aber er muss natürlich jetzt auch Lösungen finden. Jetzt mal der Versuch, zum Körper zu gehen. War fast ein bisschen tief.
Grundsympathischer Kerl. Viele Freunde, kein Wunder. Links mal drüber gewaschen. Ja. Hat Iannucci mal kurz am Körper gezuckt, die rechte komplett drin. Jetzt ist er im Bedrängnis. Und robbt sich natürlich sofort ran, um dem Schlaghagel ein bisschen zu gehen. Da beschwert er sich so ein bisschen wegen des Kopfes, aber er war derjenige, der da reingestürzt ist, um sich selber zu sichern. 50 Sekunden noch in dieser fünften Runde. Der Italiener zum ersten Mal so ein bisschen in Not. So, jetzt kam er mal nach vorne und dann war ihm die Chance da, für Peter Cardiro auch mal diesen Konter zu nehmen. Aus der Entfernung diese geschwungenen Hände des Italieners natürlich keine Gefahr. Blitzartig für einen Schwergewichtler. Wow, wie schnell diese Jabs rauskommen bei Cardiro. Fünfte Runde. Eine steht noch an. Cardiro nach Punkten klar vorn. Die letzten Anweisungen des Trainers in diesem dritten Kampf seiner Profikarriere. Tief Luft holen. Gut, so. Tief Luft holen. Alles klar? Ja. Versuchen wir ein bisschen ab Mitte der Runde ein bisschen Tempo anzuziehen nochmal, ja? Da? Ja. Ab Anfang der Runde, oder? Nee, am Ende. Also Mitte. Mitte fängst du an ein bisschen. Okay. Ja? Und dann wieder Tempo mit dem Jab und mach das Ding rechts rüber. Der ist jetzt so offen da drüben. Ja? Ne? Über das Ding, was wir gesagt haben. Der läuft dir genau auf die rechte rauf. Okay. Ja? Na, am Anfang aufpassen, erste Minute ein bisschen aufpassen und dann ziehst du das Tempo an. Ja? Klare Aufgabenstellung. Gut, Digga. Ansatzlos geschlagen, die Rechte, ohne den Jab eben vorn wegzuziehen. Okay. Ja. Auf den Iannucci immer wieder natürlich wartet, weil er ganz genau weiß, dass das die klassische Variante ist. Auf geht's, die letzten 3 Minuten in diesem Duell. Einen Teil des Team Cardiro haben wir da an der Ecke versammelt gesehen, ergänzt vom Cousin von Christian Morales, Raiko, der sich um die ganze Mediaarbeit kümmert, um das Marketing. Demnächst wird es ein eigenes, frisches Logo geben und eine eigene Firma dafür gegründet, um Peter Cardiro professionell zu begleiten, in der neben den beiden Morales-Männern auch Bernd Bönte integriert ist, der ehemalige Manager der Klitschko-Brüder, der dieses Projekt Peter Cardiro so spannend findet, dass er es von den ersten kleinen Schritten begleitet hat. Axel Schulz da mit wachen Augen. Der selber ja in Las Vegas seinen berühmtesten Kampf bestritten hat. So, jetzt ist die Hälfte dieser letzten Runde vorbei. Sehr, sehr offen jetzt, Cardiro. Noch nicht mal eine halbe Hand ist da vor dem Gesicht. Deckung schön runtergezogen. Da auf den Körper. Und jetzt lauter. Auf den einen großen Schlag. Diese harte Rechte, die er ins Ziel bringen will. Peter Cardiro, der jetzt gerade wieder zurückgesprungen ist in die Normalauslage. Da hatten wir jetzt gerade eben den rechten Jab gesehen. Also versucht hier den Italiener auch auf diese Art und Weise noch ein bisschen zu verwirren. Jetzt eben gerade wieder rechts auch nochmal durchgesteckt. Die letzten 30 Sekunden findet er noch die Lücke.
jagt jetzt hier diesem einen Schlag hinterher, der allerdings kommt heute nicht, auch wenn wir ganz zum Schluss nochmal 3 Sekunden Ali Shuffle gesehen haben. Das ist ein klarer Sieg nach Punkten in seinem dritten Kampf für Peter Kadiru, der so erfolgreich als Amateur schon unterwegs war und dann jetzt vor 2 Monaten zum ersten Mal als Profi im Ring gestanden hat. Hier mit seinem Physiotherapeuten und Athletiktrainer. Da hinten der ältere Bruder, der ihn zum Boxen gebracht hat. Iannucci, das war Defensivboxen ab der 2. Runde. Da ging gar nichts nach vorn, wenig Mut. Keine einfache Aufgabe für Peter Kadiru, der die in Sachen Sieg aber souverän gelöst hat. Da sehen wir Bernd Bönte, den ich erwähnt habe, der Wladimir und Vitali Klitschko zu Weltstars geformt hat. Das haben sie auch mit diesem Peter Kadiru vor. Das ist noch ein weiter Weg, das wissen sie alle. Die Vorzeichen sind gut. Der Mann ist klar im Kopf und hat auch seinen dritten Kampf für sich entscheiden können. Wir freuen uns auf das Urteil mit Lars Christian Kahle. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zur Urteilsverkündung. Iko Bebic werte diesen Kampf 60 zu 54 Punkten. Iko Bebic scores this fight 60 to 54 points. Andreas Schweiger wertet den Fight 60 zu 54. Andreas Schweiger scores this fight 60 to 54 points. Und Dieter Adam wertet diesen Kampf ebenfalls 60 zu 54 Punkten. Dieter Adam scores this fight also 60 to 54 points. Und damit heißt der Gewinner dieses Kampfes im Schwergewicht Peter Kadiru. Peter Kadiru, ich habe gemerkt, Sie haben Geografiekenntnisse dazu gewonnen. Darf ich das so sagen? Also wir sind heute in der Stadthalle von Magdeburg und danke Magdeburg, ihr wart toll. Danke meine Jungs, die alle angereist sind, Frauen, Altona, danke Jungs. Aber wir können auch mal einen ganz kurzen Gruß nach Halle schicken, oder? Wie bitte? Wir schicken auch noch mal einen ganz kurzen Gruß nach Halle. Ja, Halle, es tut mir leid. Wie schwer war dieser Kampf heute gegen einen Gegner, der nicht wirklich mitmachen wollte? Ich sag mal so, er war ein harter Hund, er wollte nicht aufgeben. Hat auch noch versucht, manchmal mit dem rechten Haken und linken Haken manchmal reinzuschwingen. Ich konnte gut ausweichen und habe ihn zu jeder Zeit konnte ich ihn beherrschen. Das hat man gesehen. Man sieht ja auch an Ihrem Gesicht, wirkliche Kampfspuren sind da nicht vorhanden. Mussten Sie sich großartig umstellen über die Nacht, als der neue Gegner bekannt geworden ist? Ich sag mal so, wir waren lange Amateurboxer, da wusstest du mal kurz 2 Stunden vorm Kampf nicht, gegen wen du boxst. Und ich konnte mir den Gegner angucken und das hat mir auch nur ein paar Stunden vor dem Kampf wusste ich schon, wie ich ihn boxen will. Also eigentlich schon ein ganz alter Hund hier, der Peter Kadiru. Man hat ja gelesen, wenn Sie diesen Kampf heute gewinnen, dann winkt Ihnen ein Kampf in Las Vegas. Wie sieht es denn da aus mit den Planungen? Also ich will gerne in Las Vegas boxen. Mal gucken, was Ulf Steinfort sagt. Und ich hoffe, dass ich auf dieser Undercard auch boxen darf. Wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen und das MDR Fernsehen. Das wird den Kampfabend aus Las Vegas, den Kampf zwischen Tom Schwarz und Tyson Fury, live übertragen am 15. Juni. Dankeschön Ihnen. Dankeschön. Tyson Fury. Der Gypsy King, Klitschko-Bezwinger und ungeschlagen. Er fordert Fury heraus. Tom Schwarz aus Magdeburg vor dem Kampf seines Lebens. Live aus dem MGM Grand in Las Vegas. Tyson Fury! Fury gegen Schwarz, Samstag, 15. Juni, Sport im Osten, Boxen live. Und das wird der nächste Boxabend sein, den wir Ihnen live übertragen werden am 15. Juni. Jetzt sind wir umgezogen hier in den VIP-Bereich, wo natürlich alle nochmal über diesen spektakulären Boxkampf diskutieren. Hier vorne kann ich Ihnen zeigen, da ist noch eine Kamera da oben. Stefan Hertel steht gerade Rede und Antwort hier im VIP-Bereich. Und das Besondere bei den SES-Boxveranstaltungen, dass quasi im VIP-Bereich die Pressekonferenzen dann abgehalten werden, damit wirklich alle Gäste nochmal was mit hören können. Er hat gute Laune, nachvollziehbar. Robin Krasnitschi ist nicht mit da, der Trainer ist mit oben, das haben wir gerade nochmal gesehen. Also
Also, das sind jetzt nochmal die nächsten Besprechungen. Hier wird natürlich viel diskutiert. Es ist eine Menge passiert an diesem Boxabend. Wir arbeiten das alles für Sie nochmal in aller Ruhe auf. Klicken Sie einfach gern morgen mal rein auf www.sportimosten.de oder gehen Sie in unsere Sport im Osten App. Jetzt geht es hier im MDR-Fernsehprogramm mit dem Applaus weiter, den wir ganz gern rüberschicken zu den lieben Kolleginnen von Brisant. 25 Jahre Brisant wurde vergangenen Tag, also gestern, gefeiert. Mareile Höppner übrigens hat heute Geburtstag, am 12. Mai. Und jetzt gibt es nochmal die große Geburtstagsgala zu 25 Jahren Brisant mit Camilla Senior und mit Mareile Höppner. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viele Grüße aus Magdeburg. Jetzt geht es weiter in Leipzig.